nicht. Also ich glaube, das wäre ein zu großes Risiko. Okay. Updates. Beide auf jeden Fall noch das Fresher Mental. Ob sich das im Verlauf des Games ändern wird, werden wir dann gleich sehen. Ich meine, das Gute, glaube ich, für Mario ist dann, dass er einfach sehr early killen kann. Potenziell. Aber er hat halt einfach nicht so die geilsten Art of Disadvantage Tools. Das ist halt das, was jetzt AD bestimmt irgendwie ein bisschen abusen muss. Da sieht man ja auch ein bisschen mehr. Ja. Genau, Shield Pressure generell ist was, was Mario theoretisch safe spielen kann, aber es ist eben echt schwer mit so einem schnellen Charakter das Spacing so präzise dann auch zu kriegen, dass die. Genau, dass alles safe und chill ist. Ja, gerne mit der Abi auch und dann mit. Nee. Ja, genau. Doch, ja. Ja, das ist schon. Ich meine. Das Einzige, was Whale hier als großen Pluspunkt hat, ist, dass er gucken muss, wann AD shieldet. Also, sobald er die Shields mit dem Grab catcht, dann zerfällt ja so ein bisschen der Gameplan von Gamewatch ganz gerne mal. Ja. Es sei denn, man ist schnell genug. Aber das weiß natürlich ein Gamewatch-Spieler auch. Aber bisher sieht es eigentlich noch relativ okay aus. Sage ich. Und AD holt sich hier den Stockman at Dare. Auch eine seltsame Abwehr von der Whale-Seite hier. Ja, da haben wir das Juggle-Potenzial. Ich meine. Oh, okay. Ja. Aber Whale, es denkt sich, ist mir egal. Ich gehe einfach mit einer sehr aggressive Abwehr und hole damit den Stock. Hat ja auch geklappt. Genau. Oh ja, die Sidebeer als die letzte benutzen, ist ziemlich smart. Hat er nochmal ein Tool mehr, was er benutzen kann. Und was halt auch so ein bisschen so ein Counterplay ist gegen den Up-Air-Spam von Gamewatch. Oh, das war richtig, aber kein Double Jump. Okay, aber AD kommt nicht ganz an den Punish dafür ran. Hatte, glaube ich, den Ja. Das kann auf jeden Fall sein. Ich meine, als Gamewatch kannst du es dir auf jeden Fall erlauben, diese Up-Smashes und Down-Smashes rauszuhauen, weil sie einfach so schnell sind. Und das war echt knapp. Ey, hätte das gekillt. Ja. So, da hat er sich auch den Stock geholt. Genau. Mario. Ja, das ist potenziell, Es darf ein bisschen No-Hit spielen gegen einen Charakter, der sehr, sag ich mal, mit seiner Floatiness, sag ich mal, gute Openings hat. Aber momentan setzt das hier ganz gut um. Ja, aber ey, das ist wieder on stage. Oh. Das war zum Glück nur der Sauerspot. Auch wenn der schon sehr stark ist. Volksmash von Mario hat mich getroffen. Ja. Okay, wichtiger Tag hier. Ey, die kommt fast zurück. Müsste aber noch genug Pulse haben, um mit der Abi hier ranzukommen. Okay, der Up-Smash kommt da nicht besonders weit. Hier sieht man wieder die Fremde davon. Gamewatch, die ist wirklich brutal, da dagegen anzukommen. Ja. Okay, weil hier ein ganzes Stock hin, das sieht nicht gut für ihn aus. Er braucht jetzt halt zum einen einen Clean Hit, um den Stock zu holen. Und zum anderen aber halt ein Comeback zu machen. Das ist schon echt eine große Leistung. Und genau. AD findet hier mit der Backer auf jeden Fall dann den Finisher. So, jetzt Stage-Technik. Ist die Frage, bleiben sie auf PS2? Ich kann mir vorstellen, dass das Whale vielleicht sogar ein bisschen. Nee. Er bleibt. No mind. Das kann natürlich auch sein, dass AD hier genau das Band, was Whale gerne hätte. Und dann bleibt PS2 so ein bisschen als Middle Ground übrig. No. Und man hat ja auch gerade gesehen, dass er sehr early den Stock dadurch holen konnte mit der Abi vorhin. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht für Mario. Ja, das stimmt. Okay. Da ist Nutri. Es gibt echt Charakter wie Gamewatch, wo der Begriff Nutri eher sehr passt zum jeweiligen Gameplan. Weil der Move ist einfach fairly safe. Aber Whale findet ja eigentlich gar nicht so schlecht sein Footing. Also
es ist so ein bisschen so ein Neck and Neck. Also eigentlich traden sie sich hier beide mit relativ vielen Warhits erstmal durch. Oh Gott. Diese Hitbox ist echt unglaublich groß. Was jetzt ihn einfach noch getroffen hat, obwohl er unter der Plattform war. Also das war relativ unbelohnt, sag ich mal, jetzt für Way hier. Okay, aber AD spielt hier wirklich extrem safe, das ist stark. Also gerade mit der Backer-Assertion war er schon echt oft dabei, Way zu catchen in seinem Drift-In. Und das reicht schon, weil er keinen Stock hat und er geht nochmal für den Footstool. Das ist eine dominante Ansage hier von AD an der Stelle. Auf jeden Fall. Wundert mich bei ihm nicht, er ist ja bekannt dafür, so ein bisschen ballsy zu sein. Und es zahlt sich bisher sehr gut aus, die 9 wäre sogar da gewesen. Ja. Aber Way mashed natürlich ordentlich daraus. Die Pressure bleibt da. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ich glaube, das war jetzt einer der ersten Openings, die Way hatte. Und das auch nur eine Abwehr auf Shield, da kannst du natürlich nicht so besonders viel draus machen. Sehr guter Call-Out. Jetzt hier wieder AD ein bisschen zum Aufpassen gebracht, ne? Also man kann sich ja nicht alles erlauben. Ja. Okay. Das könnte das Aktivus sein. AD ein bisschen so greedy. Er hätte sich hier einfach den Win holen können, aber er geht für die Side-B. Ja, und dann die Up-B hat es dann gemacht. Ja. Da ist dann Whale anscheinend ein bisschen zu oft high gegangen und wird dann dafür gepunished. Okay, aber ich glaube, sie gehen für ein Rematch. Ja. Ja, wie ich schon meinte, AD ist relativ ballsy und überlegt jetzt hier, ob er gerade switcht auf Dr. Mario. Oh. Ich meine so, ja, weiß ich nicht. Er kann sich sehr erlauben, weil er hat ja schon zwei Sets gewonnen. Das stimmt. Er kann sich definitiv erlauben, aber sag ich mal, wenn jetzt hier Royal die Player Adaptation rausholt, obwohl er gegen einen anderen Charakter spielt, dann kann es das Böse umdrehen. Aber man muss auch sagen, Dr. Mario, es passt irgendwie einfach zu einem Game Watch-Spieler. Ne? Also du hast ja auch wieder sehr, sehr starke Hits und eine Framerate, die nicht schlecht ist. Das ist der einzige große Unterschied, ist natürlich sowas wie Safetiness und der Fakt, dass Dr. Mario einfach unglaublich langsam ist. Mhm. Bisher läuft es ja auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Wait, hat natürlich einfach viel mehr Movement. Oh, hat ein echt cleanes Combo Game. Oh nein, hat nicht gereicht. Oh. Ja, gerade so. Es hat auf jeden Fall nicht mehr viel gefehlt. Jetzt hier der Two-Frame. Mit einem Move, der einfach echt sehr viel. Eine sehr active Hitbox hat. Mhm. Ja, das ist für Wade jetzt wichtig, aber einfach fürs Ego, dass man das Match gewinnt, weil das ist halt wirklich. Also ich sag mal so, es ist sehr in seinem Favor. Da sehen wir auch den guten Upsmash. Den habe ich ein bisschen letztes Game vermisst. Also der Upsmash von Mario ist ja wirklich so ein Favorite Killing Tool. Weil der einfach so schnell und groß ist. Okay. Ray geht hier einen relativ leichten Lead, aber Doc killt halt auch unglaublich early. Ja. Das kam auch der Upsmash. Genau, das ist glaube ich bei beiden Charakteren einfach sehr praktisch, um viele Sachen zu catchen, so, wenn der Gegner nicht vorsichtig genug ist. Aber trotz dessen ist es noch sehr even. Ja. Okay, aber das Opening. Oh, die Art. Rausgefallen. Falsche Seite. Genau. So, Versuch Nummer 2. Hat dann geklappt. Nein! Achso, nee, das war... Er hat ihn reversed. Ich glaube, AD hat tatsächlich gerade mit seiner Abi hat es irgendwie geschafft, da durch die Abi von Umwelt durchzukommen. Ja, das ist stark. Jetzt hat er hier einen relativ guten Lead dabei. Jetzt ist er in Führung. Mhm. Und das tut dem Moment halt auch nicht gut. Ja. Wenn du eigentlich aus seiner Combo rausgeholt wirst. Der Whale ist jetzt hier so ein bisschen... Fehlt gerade ein bisschen an Energy. Oh Gott, aber... Hier ist er dann nochmal wieder relativ calm. Und hat sich safe in den ersten Menschen killt. Aber er ist halt auch schon auf 90%, so da fehlt nicht mehr viel. Ja, definitiv. Also, das.
Vielleicht kann er es ja noch raus, wenn es halt. Genau. Und der erste Mensch spielt aber Schotten. Das war relativ, sag ich mal, gut runtergespielt hier von Eddies Seite. Ja, definitiv. Obwohl es auch am Anfang ein bisschen.